denen so viele tolle Dinge jetzt anstellen kann. Welche Höhe sind wir denn Ja, hier? Achso. warte, warte. Ah, okay, warte, das ist super jetzt so. Da kann man Oh. nämlich jetzt. Kann man nämlich jetzt wunderbar hier. Warte, hier müssen wir noch eben ablassen. Also zumindest kommt es Ja. jetzt schon. Warte. Ui. Ja, sauber, das geht Achso, auch. cool. Hier vorne wird knapp, aber geht auch. Da muss es noch runter. Aber Genau, da muss es noch ansonsten haben wir das laufen. gleich. Das haben wir gleich. Das ist doch die wesentlich elegantere Lösung. So, und dann haben wir es. Sehr schön. Mein Gott, was für eine Arbeit. Ja. Aber wird nachher lohnen, denke ich mal. Ja, doch. Das ist eigentlich krass, wenn man das einfach nur für einen Boss, ne, so viel Arbeit, ey. Ja, machen wir auch so, damit wir hier gemütlich drin rumlaufen können. Genau, ist nämlich total spannend, die ganze Zeit einen langen Weg zu bauen. Genau. Achtung. Ah. Ist ja nicht so, dass man coole Sachen machen könnte wie Dschungel erforschen oder sowas. Obwohl wir Oder da coole bestimmt eine Sachen gute bauen. Rüstung haben können. Oder den Super Enterhaken. Das geht auch so, ey. Ja, ich sammle den Schrott natürlich wieder auf hier. Sollen wir hier mal wieder nach unten gehen, so ein bisschen? Würde ich sagen, ne? Ja. Wir müssen Obwohl, nicht so ich viel nach glaube. Ne, hier ist direkt wieder hoch. Also einfach gerade. unten. Einfach gerade, okay. Da unten ist mein Grabstein. Da bist du vorhin gestorben, oder? Ja. Beim Kampf, ne? Genau. So, hier kann man wunderbar abbauen, würde ich sagen. Das geht fast rein hier. Zack. Nee, hier ist soweit nichts hier oben. Ich komme wieder runter. Ja. Ich würde sagen, wir können ja jetzt bis 30 jetzt hier Plattformen bauen und dann in der nächsten Aufnahme direkt am Anfang schön Wall of Flesh machen. Ach so, ja, genau. Ich denke mal, dann schaffen wir die auch. Dann gucke ich, dass ich noch ein paar Tränke bastel, vielleicht vorher schon. Genau. Und dann sollten wir die auch in der nächsten Aufnahme packen, denke ich mal. Warte, ich lass mal hier oben das. Ne, warte, mach Ach mal so. weg. Ich lass das bisschen Lava kann man ablassen, dann kann man den Berg da wegnehmen. Warte. Wunderbar. Get läuft. Das läuft. Wunderbärchen hier. Jetzt kannst du rüberbauen. Warte. Die andere Lava lasse ich in die andere Richtung ab hier. Oh. Schon wieder so ein Voodoo-Puppentönnis. Meine Güte. Ist ja nicht so, dass wir genug von den Dingern hätten. Ja. Das ist geil. Ich habe den Cloud in a Bottle und dann ich kann springen, dann Cloud in a Bottle und dann in eine Raketenschuhe. Ja, das ist Das super ist schon, geil. das ist echt schon echt awesome. Da braucht man nachher gar nicht mehr. Wie den Himmelsinsel kann man bestimmt so super gucken. Können wir auch nochmal machen. Oder hatten wir die auf der Map jetzt hier schon Nee, auf der vor? Map noch nicht. Auf der Map noch nicht? Nee. Nee. Jetzt ist sicher. Deswegen frage ich mal. Vor allem gibt es bestimmt noch ein paar Items, die wir vielleicht brauchen könnten. Ja, auf jeden Fall. Upp, 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 upp. Komm, lauf ab. Okay, die Mauer muss weg. So. Ja, super. Und jetzt schön weiter bauen hier. Und runterfallen. Ist da was drin? Nö, ne? Wahrscheinlich Oh. nicht. Na, na schade. So. Ja, ne? Nein, nix. Das hätte ich gern. Ich halte dir mal die Viecher vom Leib hier. Oh, jetzt bin ich dran. Ach, was? In der letzten Genau. Sekunde ist er. Oh. Hier kann man auch wunderbar. Oder? Und wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ja, voll gemütlich, ey, aber schade, dass die nichts droppen. Oh, 100 Steine habe ich noch, aber erstmal die Flinten aus. Wie bei mir jetzt in Steam erst aufploppt, dass du Terraria spielst. Ja, bei mir ist jetzt auch gerade aufgeploppt, dass mich ganz viele als Freund adden wollen. Ja, Ja, toll. ach, hier. Ich weiß warum. Steam war doch bis eben gerade down. Wahrscheinlich ist es jetzt wieder online. Ja, Mit super. Shop und sowas.
Warte, fällt die Asche auch runter? Nee, ne? Meine ich doch. So wie Sand. Ne, schön wär's. Na gut, dann habe ich jetzt die ganzen Freundschaftsanfragen. Oh, doch, die fallen hier runter. Das echt geil. Ach so. Ich weiß auch nicht, das ist ja eigenartig. Es geht auch kaputt, so. Stimmt, cool. Flupp. Matsch. Mach mal einen hier hoch drauf geschissen, ey. Achso, ja, hast recht. Ja, da mache ich mir jetzt nicht so viel Arbeit noch. Jetzt kommt danach eh wieder so ein blöder Berg, ey. Aber ich würde sagen, das reicht dann nachher auch fast. Ja, machen wir bis zum Berg noch und dann Schicht ja, und im Schacht. Und dann mal gucken. Ich denke mal, den Rest würde man dann vielleicht auch noch so schaffen. Wenn nicht, wir haben ja genug, dann müssen wir in der nächsten Episode noch mal ein bisschen bauen. Oh, was für ein Buch hast du aufgenommen? Ich habe ein Buch aufgenommen? Ja. Dämonensense. 35 magischer Schaden, 6% kritische Trefferchance. Sehr schnell, mittlerer Rückstoß. Verwendet 14 Mana. Verwendet 14 Mana, wiederher wirft eine Dämoneninsel aus. Verwendet 14 Mana wiederher. Ich habe das Gefühl, die deutsche Version ist nicht die beste. Verwendet, also entweder will er mir damit sagen, dass er 14 Mana wiederherstellt, oder dass er 14 Mana abzieht, weil irgendwie laut dem Satz sind zwei Wörter drin, da könnte man auf beides schließen. Ja, stimmt. Wiederher und verwendet. Das ist irgendwie. so ein bisschen, wolltest du verwirren? Der Spruch in sich, ja. Boah, der Abteil hier ist ja mal richtig scheiße. Oder nicht? Ja, irgendwie schon. Hier wird das richtig eng, ey. Okay, bis hier müssen wir die down haben. Ich würde ja vorschlagen, dass wir das nächste Mal dann... Bis hier müssen wir da richtig... Die müssen wir richtig down kriegen bis hierhin. Sonst ist echt im Arsch. Wir können da gucken, ganz kurz, 2 Minuten haben wir noch, dass wir hier vielleicht die Durchgänge, die so eng sind, ein bisschen breiter machen, dass man da durchkommt noch, aber... Ansonsten ist echt, glaube ich, hier, ab hier wird es echt schwierig. Ja, hier ist auch ein ganz enger Durchgang. Warte, den mach ich mal breiter. Ja, den meinte ich auch gerade hauptsächlich, ey. Und dann kommt hier noch das hohe Haus. Boah, ich glaube, die haben bei der Weltengenerierung schon mitgedacht, ey. Schon vorher, die fickt ja, ja. ab hier geht's dann wieder. Wenn man hier durchkommt, naja. Ja, und notfalls springt man dann hier eben durch, ohne viel Schaden zu machen. Ja, es geht schon. Aber bis hier sollte die Wall of Flesh doch echt mal so down sein. Ich guck mal hier gerade. Also ich teleportiere mich jetzt wieder nach oben. Ja, ich auch. So. Zumindest das erste Auge sollten wir hier platt haben an dieser Stelle. Ja, das denke ich auch. Oh. Man kann ja gucken, dass wir vielleicht mal schauen, dass wir vielleicht uns ein bisschen gucken, dass wir erst eins, dann zwei. Also, dass wir ein Auge nach dem anderen, weißt du? Ja. Immer wenn ein Auge weg ist, wird es natürlich auch ein bisschen einfacher. Ah, ich würde vorschlagen, dass wir uns zuerst auf das unterste stürzen. Da kommt man gut dran mit den Melee-Waffen. Ja, und dann auf das oberste, weil ich glaube, das mittlere Ding ist gar nicht mal so gefährlich. Was ist eigentlich mit der Mini-Shark? Ja, die ist ganz schön teuer. Das ist die Mini-Shark, ganz schön teuer. 35 Gold, oh. Ich glaube, so viel haben wir nicht mal. Doch. Ja? Wie viel haben wir denn? 53. Ne, mehr. 55. 55. Ja, benutzt du eher... Ja, ich hab da eine schöne Waffe, ne? Dann die normale Knarre halt. Aber die Mini-Shark wäre halt wesentlich besser. Zumindest für den jetzt, ne? Ja. Für vielleicht einer, die hat, ist das gar nicht schlecht. Soll ich die mal kaufen? Ja, einfach kauf mal aus Spaß. Mal. Ja, mach mal. Moment, halb, 33%ige Chance, Munition nicht zu verbrauchen. Das ist krass. Das heißt, ein Drittel deiner Munition behältst du auch noch. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie kann. Oh. Boah, die ist auch viel schneller. Ja, damit hätten wir das. Boah, das Alter. Noch, wie viel kostet die? 35, ne? Ja. Wie viel haben wir noch? Warte, ich guck mal eben. 21. Warte, warte, 22? Warte, die kriegen wir jetzt noch zusammen. Wir machen jetzt die Flohmarkt. Alles, was weg kann. Alles muss raus. Warte, ich guck mal eben, ob ich irgendwo beim Händler hier ein bisschen was verkaufen kann noch. Ich kann meine Muskete verkaufen, die brauche ich ja dann schon mal nicht mehr. 2 Gold. So. Wir handeln. Gehen wir nach unten. Golderz kann ich verkaufen. Bringt mir noch ein bisschen Gold. Es gibt sogar einen Trick, da kann man unendlich viel Gold farmen. Lebenskristalle.
die bringen richtig viel. Echt? Ja, warte. Die da bringt glaube ich 1,5 Gold bringt. Also ich krieg für 2 Lebenskristalle kriege ich 3 Gold. Ja doch, dann ist das schon viel. Ich hab jetzt schon 7 Gold, die kann man abbauen. Also die Lebenskristalle immer mitnehmen. Die bringen ich habe jetzt 7 Gold schon. Ich guck mal eben gerade noch. Das kriegen wir doch zusammen für mich jetzt hier, warte. Warte, 7 Gold. Ich habe 24 jetzt. Und 24 und 35 kostet sie? Ja. Brauchen wir doch, ja. Ist doch nicht mehr viel. Haben wir doch gleich. Verkaufen wir doch ein bisschen was nicht so wichtig ist. Verkauf deine Waffe. Deine Schusswaffe. Ob das was bringt? Warte. Muskete 2 Gold. Ups. Ja, stimmt. Meine alte Waffe kann ich ja dann verkaufen. Hast ja recht. Brauchen wir das Aquazepter? Ne, eigentlich nicht. Nee, das benutzt. Oh. Mach das doch nochmal. Ein bisschen Mana hast du noch. Geschäft. Ja, natürlich. Warte, wie viel Gold? 1 Gold bringt mir die Muskete nur. Ich habe die Pistole, du hast die Muskete. Ich habe 8 Gold. Wie viel brauchen wir noch? Ja. 3. Ja, ich werf dir gerade mal ein Buch raus. Oh. damit kann man diesen Zauber machen, die Dämonen machen. Hast du das Buch jetzt? Oder habe ich das jetzt, wenn ich das einmal benutze, ist das dann weg? Achso, ne, das habe ich. 20 Silber. Ja, aber vielleicht kannst du das gebrauchen. Ich habe es dir einfach mal gegeben. Was ist denn also mit dem... Warte, wir haben nur diese Morgensterne noch, ne? Ich habe die Sonnenwut, aber die bringt, glaube ich, auch nur Silber. Der Sonnenwut ist eigentlich nicht schlecht gegen das Ding. Warte, ich guck mal eben. Ich gebe dir mal meine 8 Gold. Kannst du mal gucken, wie viel wir dann haben. Oh, warte, wir haben noch eine Musket hier unten. Wenn ich die verkaufe, haben wir noch mal ein bisschen mehr. Warte. Hier, mein Gold. Zack. Da. 32. Ja, 3 Gold noch. Komm, dann ist noch drin. Ich glaub, dafür für 32 Gold hole ich mir jetzt Muni. Ich hab noch Gold-Dinger. Ja. Warte mal, Muskete. Okay, wir brauchen noch 42 Silber. Was brauchst du? 42 Silber. Ja, warte, kein Thema. Hab ich doch. Ich hab 44. Danke. Ja. Jetzt haben wir genau 35. Ja, sauber. Dann verkauf mal. Ja. So. Geil, nice. Dann schaffen wir die auf jeden Fall. Jetzt haben wir beide einen Mini-Shark, ey. Oh, geil. Da musst du ganz gedrückt halten. Ja. Oh, herrlich. Und dann musst du dir die Silbermunition kaufen. Bei Jalen. Und nicht die. Oh, er hat aber gerade nur Musketenkugeln. Aber vorne hat er auch Silbermunition, da musst du halt Glück haben. Oh, steht Caitlin davor, mal, die stehen zu dritt aufeinander. Ja, nice. Ja, aber schön, das ist doch wunderbar. So, würde ich sagen, machen wir jetzt einen Schnitt und dann ist alles gut. Ja, genau. Würde ich sagen, in der nächsten Folge schaffen wir das auf jeden Fall. Da gehe ich stark von aus, mit dem Ding hier. Aber bis wir da was abbauen, wie gesagt, ein bisschen warten noch. So ein Dämonenalter. Ja, würde ich auch sagen, weil dann geht's, glaube ich, richtig ab, ey. So, vielleicht erstmal noch in den Dschungel gehen. Wollte ich gerade sagen, bevor wir das machen, auf jeden Fall erstmal noch in den Dschungel, ob wir nun wollen oder nicht. Aber da müssen wir dann, glaube ich, durch. Ja. Da würde ich sagen, war's das, ne? Ja, klar. Alles klar. Dann beende ich hier mal. Und ansonsten, wenn mal längere Zeit nichts kommen sollte, Füße stillhalten. Beschwert euch bei mir. Genau. Immer freaky. Bisher war es ja auch immer so. Sehr gut. Halt immer so. Dann bis im nächsten Part. Tschö. Tschüss.